So, und wir sind zurück in der Kampfzone. Wir hatten eine Quest, achso genau, wir wollten die Schmockwolke rufen. Schmockwolke rufen. Schwarzgeist. Gut gemacht, die Kobolde sind tot. Wie sich das wohl anfühlt? Ich habe Fehler bei Lesen und Sprache. Ich meine, der Tod. Abgeschlossen, und dann kriegen wir eine Truhe. Irgendwo hier in der Nähe muss eine Kraftquelle oder Kobolde geben. Ich nichts lesen können, richtig. Vielleicht etwas Vergleichbares, wie meine Schwarzmacht. Die Kobolde sind das Ebenmaß, was? Hey! Jetzt lenkt mich doch. Ich bin hier gerade im Gespräch, du Klumpen Scheiße. Hey, okay. Wenn ich nicht mal in Ruhe reden kann. Jetzt muss ich den Quatsch nochmal anhören von dem Idioten. So, komm her. Töff, töff. Quest. Zerstört Schutz der Kobolde. Die Kobolde sind an irgendetwas. Okay, ja, nehmen wir an. Neue Quest. Zerstört Schutz der Kobolde. Ein Schritt nach dem anderen. Zerstört Kobold-Totems. Und ich wollte auch mal den Namen da über meinem Charakter wegkriegen. Muss ich auch mal nachher nochmal schauen in den Einstellungen. Totems. Da hinten, das sieht so. Das hier vielleicht? Das ist Kobold-Totem. Jawohl. Dann nicht mehr so. Ich werde wohl gleich. Und die Kobolde gleich mit. You could. Raps. Immer richtig Action. So. Jetzt nicht zu lachen für euch kleinen Großen. So, alles ausradiert hier. Erstmal fleißig looten. Loot. Ich will Loot. Ich bin Gamma Gandalf, der Looter. Looter Gandalf. Vegetarisch. So, aber das ist immer noch nicht passiert. Jetzt. Ziel erreicht. Und wir dürfen mal wieder mit dem Schmockgeist reden. Toll. Ich beginne erstmal einen sicheren Platz suchen. Warte mal, war da noch was? Dickicht. Sammeln. Dann sammeln wir mal im Dickicht. Raschel, raschel. So. Schwarzgeist, ja. Na, komm mal her, du. Mit deinem Minderwertigkeitskomplex und deinem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Hoff! Snubberabi! Wie es scheint, spenden die Totems die Kobolden Kraft und erinnern sie an ihre Heimat, der Scheiße. Auch ich hatte einmal eine Heimat im Abfluss, doch die Erinnerung daran ist längst verflogen. Schön. Achso, Trank, nehmen wir mal LP-Trank. Bei meiner Spielweise werde ich den wahrscheinlich noch öfter brauchen. Warum heißen sie Stahlkobolde? Sind sie stärker als normale Kobolde? Wollt ihr euch von jetzt an vielleicht auch Stahl-Dormartensaft nennen? Nein. Mann, jetzt lenk mich doch, du. Schlitz dich auf! Dann stirbt er auch noch so schnell. Mann. So, und nochmal das Quatsch. Spürst du das jetzt? Ja, halt die Fresse. Halt die Fresse. Neue Kobolde, alter Ärger. Ja, Stahlkobolde, bla. So, annehmen. Und jetzt. So, säuseln wir mal vor dich hin. Was sollen wir jetzt machen? Stehlt Schwerter der Stahlkobolde. Stehlt Helme der Stahlkobold-Krieger. Und stehlt Stäbe der Stahlkobold-Hexe. Okay. Dann müssen wir jetzt erstmal ein Stück laufen. Folgen Sie den Pfeilen. Wie bei so einem TomTom-Navi hier so ein bisschen. Aber gut, gefällt mir. Muss ich nicht mal lang überlegen oder. Achso, ich wollte dir die Karte auch mal zeigen. So sieht das aus. Die Map. Kann ich auch ein bisschen rumdrehen. Also, es ist eine 3D-Map. Finde ich sehr geil. Man kann halt raussuchen. Ganz weit. Ja, ganz weit. Da sieht man schon so die Umrisse. Ich glaube, das wird so die Spielwelt hier insgesamt sein. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt nur das Gebiet ist oder wie. Werden wir denn sehen. Da stehen wir. Ach, und hier sieht man gleich die. Sind gleich markiert. Da nebenbei sind die Kobolde. Sieht man die Quest. Sieht man gleich, wie die Gegner so ein bisschen aussehen auf dem kleinen Bild. Finde ich sehr schön gemacht. Okay. Jetzt wollte ich kurz testen. Man kann, glaube ich, auch über die Map sogar laufen. So, ja.
Jetzt haben wir da die Route gesetzt. Da können wir jetzt irgendwie sagen, lauf hin, du Sau. Positionssymbol. Richtung, steigende Richtung. Auf der Fischfang. Marktplatz-Quest. Also irgendwie geht das, glaube ich, auch. Ich drücke einfach mal T. Nee, bringt nichts. Verlassen. Wenn ich jetzt T drücke, packt er den Stab weg und flitzt los in seinen geilen Leggings. Dim, 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 dim. Ein bisschen Frühsport. Achso, ein Tag-Nacht-Wechsel gibt's. Oh, geil, wie die Sonne hier durch die Blätter. Wow. Okay, wir sind da. Frühsport beenden und jetzt Kobolde klatschen. Stahlkobold. Komm her. Stab raus und. You're on flame! One hit, alles klar. Warum nicht? Kann man machen. Stahlkobold, der nächste. Und Bams! Wieder hat sich. Müssen wir noch nachhelfen. Und hier nochmal zur Abwechslung jetzt auch. Den nochmal und dann geht's. Hau rein. Und ein bisschen Feuer und schönes. Achso, und wenn der Zauber da unten auflädt, gucken wir beim nächsten Mal, wenn da unten der Balken voll geht, kann ich auch die rechte Maustaste drücken, dann feuer ich den sofort ab und nicht erst, wenn der Balken voll ist. Zeig das mal hier. Jetzt geht er voll mit der rechten Maustaste. Bams. Wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt, wie gesagt, man muss sich sehr umstellen, aber es ist echt ein schönes Kampfsystem. Sehr aktiv. Kann sehr individuell auf die Feinde reingehen. Kann schnell reagieren, aber das wird dann in späteren Bossfights wahrscheinlich wichtig sein. Und für mich dann zum Nachteil werden, aber noch finde ich es cool. Noch gefällt mir das. Noch macht es sehr viel Spaß so. Also wie gesagt, nicht so stupide ist wie bei WoW. Was brauchen wir denn noch? Stahlkobold. Ach, guck mal, ich brauche mal. Digga. Ups. Und wo ist denn der nächste? Nächste bitte. Was bist du? Stahl. Egal, mach mal alles. Einfach nur, weil du so scheiße aussiehst. Prügeln wir dich hier einmal durch die Gegend. Was haben wir hier zu bauen? Hier noch was sagen? Nee. Hier. Ah, ja, da sammeln wir wieder. Da können wir noch irgendwas machen. Sammeln, Schildkraut. Boah. Nehmen wir mit. Nehmen wir doch mal mit. So, oh, Stärke haben wir jetzt verloren oder was soll das heißen? Stahlkoboldkrieger, was brauchen wir? Stahlkobold, was bist du? Danke, hey. Gerade gut gesprochen, Kollege. Kollege von mir kommt. Dickhead. Ein Schwert brauchen wir noch. Ein Stahlkobold. Totem können wir nochmal sammeln. Sammeln wir noch mehr Wildkraut. Können wir uns das in die Pfeife stopfen? Der Gabaganda, der braucht das. Eine dicke Pfeife. So, Stahlkobold, wo bist du? Stahlkobold? Jetzt wieder sammeln, mache ich jetzt aber nicht. Da ist er. Jetzt steht auch wieder drüber. Quest. So, und weg. Und ja, ich will es gar nicht sagen. Zur Abwechslung wieder mit dem Schwarzgeist reden. Und puff. Huch, so stahlhart waren die jetzt auch nicht. Das war viel zu einfach. So ein Stahl im Namen bringt wohl doch nicht viel. Lassen wir das also. Habe ich ja von Anfang an gesagt. Seht ihr diesen Steinhaufen? Diese turmähnlichen Gebilde gehören den Stahlkobolden. Nicht den Steinkobolden offensichtlich. Er ist behindert uns im Kampf gegen sie. Okay, also sollen wir jetzt den Turm zum Einsturz bringen. Alles klar. Turm suchen und zum Einsturz bringen. So, gucken, wo führt uns das? Die Navigation hin hier. Kobold-Schleppung, da ist es schon wieder. Questziel. Okay, da ging es gleich nun. Jetzt ziehen wir raus. Da, es war effektiv. Okay, also Feuer mag er nicht. Beziehungsweise Feuer macht ihm nichts aus, aber magische Pfeile. Das nehmen wir aufeinander. So. Und da sehe ich noch einen Turm. Bams. Ganz entspannt aus der Ferne. Und wieder den Geist mit dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom rufen. Okay, hallo Geist. Subinabi! Sehr gut, diese Kobolde haben wir ordentlich eingeschüchtert. Ja, achso, muss ich wieder wählen? Jetzt nehmen wir mal wieder einen Mana-Trank. Abschneiden. Hey, ich habe da hinten eine Kaserne gefunden. Braucht ihr irgendwas? Koks, Luten? Vielleicht einen neuen Vergaser? Den haben sie dort ja.
Warum gehen wir nicht einmal hin und schauen? Machen wir das. Quest einmal da. Westliches Wachlager. Und hat anscheinend eins von drei, also gibt es dann zwei Folgequests. Aber ich will jetzt mal so einen Krauf. Haben sie noch schon ziemlich lange auf den Zauber. Also und wir sammeln ein. Wir müssen sowieso mal dann gucken, was unser Inventar noch so zu bieten hat. Graufuchs sammeln. Achso, haben wir schon. Ja, klar. Sieht so geil aus. Die Sonne da am Himmel steht. Achso, ich kann ja einfach T drücken. Ich vergesse das immer. Und dann, ey, wieder uns auch anrempelt. So, ich drücke T. Stock in den Arsch und go. Und währenddessen gucken wir jetzt einfach mal ein bisschen rum. Schauen uns mal die Grafik an. Rennt gnadenlos alle über den Haufen. Oh, Demo will uns auf die Fresse hauen. Lauf, Kapakandef, lauf! Schneller! Er verfolgt uns immer noch. Er gibt dich auf. Auf dem Ziel entgegen. Wow. So malerisch. Das erinnert mich stark an Witcher. Witcher 3 als Rollenspiel, so ein bisschen, finde ich. Geht schon stark in die Richtung. So. Jetzt sind wir hier. Hier sollen wir anscheinend hin. Ja, sprecht mit Jamie. Hallo, Jamie. Warte mal, wir können Jamie noch mal grüßen. So, Punkte verbraucht, Freundschaft gestiegen. Und hier unten Freundschaft 4. Ihr seht wohl etwas müde aus, was? Das bin ich auch. Diese nervigen Kobolde hier halten mich Tag und Nacht wach. Huch. Da hätte ich mich fast vergessen. Fangen wir neu an. 10 Sekunden, Tom. Entschuldigung. Doch hier ist es im Moment einfach. Hier ist im Moment einfach viel zu tun. Seid ihr hier, um Hauptmann Gas zu sehen? Weiß nicht, wenn die Quest das von uns will. Das geht jetzt nicht, verzeiht. Wenn ihr ihn sehen wollt, geht zunächst zur Offizierin Feiner. Feiner. Jedes Treffen mal ab. Okay, ja, dann nehmen wir das mal an. Wir haben es geschafft, einen Ogre zu fangen. Achso. Hauptmann Klaas hat es geschafft, die Kreatur zu bekommen. Schaut sie euch an, wenn ihr wollt. Ja, gerne. Nehmen wir auch an. Sind das jetzt noch mehr Quests? Ich klicke mal so durch. Haben wir anscheinend, ne? Okay, haben wir alles. Gut. War da noch, konnte ich da noch ein Gespräch führen? Captain Cliff is the hero of Hyrule. Nee, fehlt uns auch noch Wissen. Okay, was haben wir da uns? Seht euch den gefangenen Ogre an und geht zu Fenja. Und da auf der Minimap oben rechts sehe ich noch ein Ausrufezeichen. Ich vermute mal, das ist eine Quest. Quest? Du da? Ach, das ist der Klaas. Ja, da reden wir erstmal mit ihm, was sonst. You must be an adventurer. Do you need a weapon? Vielleicht hört mir der Hauptmann nun zu. Pläne müssen immer an die Situation anpassbar sein. Hey, Neuling, braucht ihr Arbeit? Um das Lager gibt es zu viele Grauwölfe, die uns Kopfschmerzen bereiten, da sie die Zivilisten angreifen. Aber die Truppen für so eine Aufgabe abzustellen. Tja, hier gibt es einfach zu viele Monster, um damit fertig zu werden. Könnt ihr ein paar Grauwölfe für uns töten? Ich werde euch anständig entlohnen. Aber natürlich. The Imps have stolen a lot of the malicious weapons. Genau, und ich wollte mal das Inventar prüfen. Da haben wir nämlich ein bisschen Zeug, ein neues. Da sehen wir, der starke Zauberstab ist auf jeden Fall besser als unserer. Den nehmen wir mal gleich. Und den anderen schmeißen wir mal unten hin. So. Haben wir den jetzt ausgerüstet? Ja. Dann haben wir hier, zeigt schon so ein Pfeil drauf. Ist anscheinend besser. Ziehen wir an. Was haben wir hier? Beschlagene Ohrringe. Alles wird angezogen, was geht. Und jetzt haben wir eine Kiste. Ein Dolch. Gucken. Ah, den haben wir jetzt hier angelegt. Und hier ist unser Zauberstab. Den haben wir auch angelegt. Okay, also wir können Dolch und Zauberstab anlegen. Und Moment, ich will den Dolch wieder wegtun. Was zum... So, so rum ist jetzt richtig. Ja. Nochmal starten. Okay, haben wir schon. Brauchen wir also nicht nochmal.
Und dann sehe ich gerade, dass unser Inventar langsam voll wird. Wir müssen hier wirklich jetzt mal verkaufen. Captain Cliff laden. Tends to favor Armstrong. Ich möchte was verkaufen. Kraken-Fan. Höchstmenge bestätigen. Was haben wir hier? Imps-Ornament. Wenn da würden diesen Gegenstand zu einem günstigen Preis kaufen, dann. Hau raus den Scheiß. Händler würden das. Hau ich einfach auch mal raus. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt irgendwie für Berufe brauchen oder so. Aber wir brauchen auch erstmal den Platz hier. So, fertig. Loyalty cannot be planned. Ja, ja. Sure it can. Na, everything changes according to ich wollte mir jetzt den gefangenen Oger ansehen. Und da ist Fenja. Ne, ich will jetzt erstmal den Oger sehen. Ich will den Oger sehen. Kann ich nicht irgendwie das hier als. Ah, jetzt haben wir es als aktiv markiert, ne? Okay, auf der Minimap wird das angezeigt. Da gehe ich jetzt mal hin. Und hoffe, dass dort der Oger ist. Ui, da ist, jawohl, da ist der Oger. Ist das zu glauben? Seine Haut selbst ist eine Rüstung. Unsere Speere sind so effektiv wie Gummiattrappen. Energie benötigt. 3 Energie bis 2. Achso, da müssen wir jetzt Energie haben, damit wir da irgendwie weiter was machen können. Cool. So, ein Sonnenlicht. Hold on. If this breaks, I'm done. Calm down, you big moron. Ah, your strength is no use. Mit dem ist bestimmt nicht gut Kirschen essen. Aber Ziegen wahrscheinlich. So, okay, also können wir noch nicht machen. Dann gehen wir erstmal zu Feinja. Achso, nee, das war jetzt falsch. Da, hier. Klick. So, jetzt haben wir die, glaube ich, als aktiv gesetzt. Und jetzt Feinja ist ja gleich daneben. Hallo. So, bevor wir mit der kleinen Tussi weiter schnacken, machen wir erstmal eine kleine Pause. Bis zum nächsten Mal.